Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt des Raven Knight, mehrfach angekündigt und jetzt endlich in die Tat umgesetzt. Und zwar mit mir von Sekiro 1080. Raven Knight sitzt hier gefesselt auf dem Stuhl, ich habe den Controller in der Hand und gleich geht's los. Frechheit, ich will frei sein! Und zwar werde ich gleich anspielen das Spiel Secret of Evermore. Richtig. Falls ich noch was sagen darf, weil ich bin jetzt hier gerade so gefesselt, läuft folgendermaßen ab. Der Raven Knight, der wird zwischendurch mal kommentieren, genauso wie Sekiro 1080. Und der entgegengesetzte Part wird spielen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir es quasi nebeneinander hocken mit einem Headset. Ja, ich muss. Nur, ich schreie jetzt gerade nur so rum, weil gefesselt. Das ist ein bisschen doof. Ja, nächstes Mal knebel ich ihn auch noch. So, drücken wir mal Start. Darf ich die Fesseln abmachen? Nein. Manu, wir haben schon mal was angefangen. Ihr seht, wir haben schon mal was richtig angefangen zu spielen. Nur diesen Speicher werden wir leider nicht nehmen. Wir machen ein neues Spiel. Genau. Wie soll der Held heißen? Wie immer. Wo ist das R? Und denkt dran, Das aus Stylegründen nehmen wir die 3. Ich weiß. Sehr schön. So. Im Übrigen muss ich dazu sagen, so. Dass ich schon gehört habe, dass manche den Hund Raven Knight genannt haben. Frechheit! Großostheim, Deutschland. Im Übrigen der Sitz von Nintendo. Ehre 65, Herbst. Das stimmt. Damals war's schön. Oh ja. Seht mal, 50% runter auf, was immer das ist. Trauben auf den Dächern. Und ein Kino. Zeichen der Hammerfuda. Was immer das ist. Bijou. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Ja, Bijou. Und jetzt in Groß-Ostheim Els Barbershop. Ja, ist so neumodisch. Was ist los? Definitiv, aber Englisch. Und da ist Smith's Hardware. Oh Mann, 50%. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ein geheimes Labor. Wahrscheinlich noch in der gleichen Stadt? Natürlich. Dalben! Noch mehr Dalben. Das Dalben. Da benutze ich das. So, oh, Statuen. Die sind aber ganz schön kräftig. Hallo, wie geht's denn so? Hallo, Schwester! Ah, oh, schön. Oh, wie süß. Statuetten. Statuetten. Nicht wie die Venus. Verehrte Anwesende, wir haben es fast geschafft. Nur noch dieser Hebel hier und diesen beiden Knöpfe dort. Na nü? Das ist ja seltsam. Bumm! Ein helles Licht. Da hat wohl einer einen Geistesblitz gehabt. Das war das Blitzdings da. 30 Jahre später. Das Bijou existiert immer noch. Und der Film heißt Die Ankunft des Nintendo Ultra 64. Ein cooler Film. Die beste Stelle war der Kampf zwischen dem Schleimmonster und dem buckligen Zoowärter. Irgendwie hat mich der Zoowärter an Robbie von Fake Dead erinnert. Oh oh. Wer kennt das nicht? Wo willst du denn hin? Es gab doch erst gestern Katzen. Wer kennt das nicht? Weiß es, DAX Software. Warte auf mich! Wo ist dieser Hund hin? Die Tauben sind weg. Das auch. Der Start ist da. Na nü, die Tür ist offen. Vielleicht ist er ja reingelaufen. Ja. Da bist du ja. Hat die Katze geschmeckt? Hey, was hast du denn in der Schnauze? Spuck das sofort aus. Ups. Hey, sieh mal. Eine Mumie. Eine Kettensäge und eine Klobürste. Darf nicht fehlen. Natürlich nicht. Hier scheint eine Geheimtür zu sein. Mann, was für seltsame Maschinen. Oha, ich glaube, wir sind jetzt drin. Oh, Hundiwuff. Das ist ein Turbo-Eiscreme-Portionierer übrigens. Hey! Das sieht ja wie der Psychoteleporter in Invasion von Pluto aus. Okay, ob das auch funktioniert? Zwinker, zwinker. Oh. Wow! Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Ja, doch, sollten wir.
Pfui! Kau nicht an den Kabeln! Oh oh. Hä? Eine Büdel! Das war aber nicht unser Wurf. Oh je. Da war eine Büdel. Oh, 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 oh. Und das war's. Das hätte ich jetzt wieder. Danke fürs Zugucken von Let's Play Secret of Emo. Das war's. Danke. Oh, es geht weiter. Oh, doch, geht weiter. Autsch. Wen haben wir denn da? Ein ungebetener Gast, fürchte ich. Was war das? Wer sind Sie? Unwichtig. Hallo, Herr Unwichtig. Du wirst jetzt hier verschwinden. Okay, Herr Unwichtig, aber wie? Du störst das Experiment des Professors. Heißt der auch unwichtig? Folge mir bitte. Nein. Doch. Mist. Wer ist das, Edgar? Ein Besucher? Keine Sorge, das war ein Besucher. Der heißt also Edgar Unwichtig. Arbeiten Sie ruhig weiter, Professor. Edgar Unwichtig. Auch gut. Nach dir. Nee, ich bin dabei wichtig. Ich finde scheiße, dass er mich sofort duzt, also. Ja, merkwürdig, der Typ. Er ist halt unwichtig. Definitiv. So, ich kann mich bewegen, hoffe ich. Und jetzt? Ein Lebensball. Ich bewege mich. Hui. Er kann laufen. Haare füllen. Ja, einmal schnell trocknen, weil er hat sich wahrscheinlich gerade in die Hose gepisst vor Angst. Und wir machen mal diese Kapsel da auf. Ui! Yeah, Bazooka erhalten! Yes! Wow, cool! Das ist doch mal was hier. Das ist eine stylische Anfangswaffe, definitiv. Was zum Teufel ist denn hier jetzt los? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Wow! Der Schuss ging daneben. Tja, wir können schießen, indem wir den B-Knopf drücken. Und am besten wäre, wenn wir immer bis zum Erscheinen der 100 warten. Weil dann können wir richtig gut Schaden machen. Nicht treffen ist ganz wichtig. Ja, und Treffer! Ist ja kein Counter-Strike. Beides geschafft. Oh, der Erfolgsjingle auch. Sehr schön. Dazu muss ich sagen, der Segment 84 hört den Game-Sound leider jetzt nicht, während er zockt. Dafür ich einen Ravenite. Geht richtig. Auch. Das scheint ein Ausgang zu sein. Aber das wird sich auch gleich ändern, liebe Freunde. Bist du das Hundi? Hey, lass das! Es ist so dunkel hier. It's cold and it's hey, dark. Ist das hier ein Raumschiff? Oh! Huch! Das war wohl die Zündung. Und ab geht's. Was ist denn jetzt los? Wow. You spin my ship right round, like a record baby down, right round, round. Oh mein Gott. Ah! Wir singen! Das ist grausam für die Zuschauer. Deswegen lassen wir es! Deswegen machen wir es. Okay. Achso. Bam! So. Hey, cooler Trip! Die Bazooka ist weg! Verdammt! Mit dieser unschönen Entscheidung machen wir hier mal einen kleinen Sicherheitsstopp und wir sehen uns gleich wieder bei Let's Play Secret of Evermore. Bis gleich! So, weiter in der Aufnahme. Der Ravenhead spielt jetzt und die Bazooka ist immer noch weg. So ein Mist. Aber wo bin ich hier eigentlich? Und wo steckt dieser Hund? Und wer hat überhaupt die Welt erfunden? Und warum liegt da Stroh? Hierher, Hundi! Komm zurück, oder ich verkaufe dich an den Metzger! Stefan Raab, der Metzger. Huch! Das bist das wirklich du? Es bellt. Du siehst irgendwie verändert aus. Wenn du wirklich mein Hund bist, dann holst du jetzt den Stock. Okay. Na los, hol den blöden Stock! Komm schon, hol ihn! Das ist zwar nicht der Stock, aber das kann ich auch gebrauchen. Los, wir schauen uns mal hier um. Ja, yeah, alles klar, Leute, wir nehmen jetzt das erste Mal ernsthaft in diesem Spiel die Steuerung. Wir haben jetzt erstmal sofort ein Blatt hier rausgeholt. Ich kann den Hund schnüffeln lassen, was er auch jetzt schon teilweise selbstständig tut. Er schnüffelt nämlich hier jetzt mal ein bisschen rum. Und wir haben Wasser gefunden. Sehr schön. Das Schnüffeln geht mit der R-Taste. Wundert euch jetzt nicht, wenn da gleich Safe State steht. Ich habe jetzt nämlich mal einen kleinen Sicherheits-Safe State gesetzt. Der Hund, der schnüffelt und rennt immer wieder weg. Ist das nicht süß? Wir haben auch wie bei Secret of Mana, was auch bald wieder weiterläuft. Unter anderen Bedingungen allerdings. Darauf werde ich dann in den Videos dann eingehen. Oh ja, das wird ja. Das Ringmenü. Und ich werde jetzt auch zum ersten Mal in einem Let's Play zeitgleich essen, weil es einfach nur eine lockere Atmosphäre ist und die soll auch dem Spiel beibehalten sein. Genau, und weil der Raven hat Bock auf ein paar Nüsse hat. Oh ja. Ja, Leute. Es geht eben halt jetzt hier mit dem Ringmenü ganz normal weiter. Man kann immer gleich nachlesen. Verhalten. Das wollten wir ändern, glaube ich. Richtig, wir wollten den. Okay, der Typ ist sowieso arg offensiv, aber den Hund sollten wir mal was Aggressives machen, dass er nicht immer nur schnüffelt. Genau, er
Mann, zum Aggro-Tier. Und wir lassen den Helm auf 0. So. Besser auf 1, oder? Das ist bei 100%, ja, den Hund mache ich auf 1. Den Hund mache ich auf 1. Und der Held bleibt auf 0, den spielen wir ja in erster Linie. Wir wechseln ja selten mal zum Hund drüber. So, und diese Pflanzen sind fies. Die sollte man immer dann angreifen, wenn sie mal aufhören zu bewegen. Wir haben Wasser und eine Wurzel gefunden, das heißt, wir machen eine schöne Suppe. Ja, noch nicht ganz. Was es mit diesen Sachen auf sich hat, werden wir auch noch erklären. Aber zum gegebenen Zeitpunkt. Wir werden jetzt nicht sofort alles rausspoilern, weil... Genau, ich spoilere jetzt einfach mal, dass es keine Suppe gibt. Richtig. Weil der Forsaken One soll jetzt hier nicht unbedingt zum Erklärbär des Spiels werden. Richtig. So. Und wir sehen, dass teilweise die Schäden mal zusammengerechnet werden und mal auch einzeln angefüllt werden, wenn die zeitgleich angreifen. Oh, ein Moskito des Todes. Oh, ein Punkt Schaden bei dem guten Hundi. Und wir finden eine Wurzel. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen und leveln. Das hat aber nichts mit dem Schnüffeln zu tun. Das Schnüffeln, was... Autsch. Und jetzt sieht man auch, Schaden kann man auch nehmen von den Viechern. Und wenn man nicht auf 100 ist, macht man den so wie kein Schaden. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, sehr schade, aber ist so. Ja. So, dann schauen wir wieder Moskito. Ja, der Moskito ist ganz schön mal platt. Mit dem Knochen kann man den irgendwie ganz doll kaputt schlagen. Ja. Autschen! Wollmann geht einfach voll ein auf die Mütze von dem Vieh. Ja, Double Kill! So muss das sein. Außerdem kann ich jetzt hier ein Blatt aufheben. Das habe ich auch erst letztes Mal festgestellt, dass diese Pflanzen auch Reste hinterlassen. Weil manchmal hinterlassen Gegner irgendwelche komischen Sekrete von sich und da kann man dann teilweise Gegenstände rauswählen. Meistens sowas wie Heilgegenstände, also Blätter oder ähnliches. Ganz selten auch mal einen Hundekuchen, aber darauf kommen wir dann später zu sprechen. Genau, die sind für den Held relativ nutzlos, für den Hund, wie man vielleicht weiß, nicht. Öl, wunderbar. Brauchen wir auch für später. Olivenöl. Ah, fast natives Olivenöl, bitte. Oh, oh. So dämlich sah das gar nicht aus. Ne, aua, Manu. Moskito! Okay, da ist er wieder. Gib alles Wuff. Mann, Wuff! Du kannst einfach nur so draufhauen, der geht trotzdem kaputt, glaube ich. Ja, trotzdem blöden Wuffen. Der ist weg. Okay, alles klar. Und wir laufen weiter. Und wir gehen weiter. Tja, wir wissen ja, wo wir lang müssen, nur wir wollen erstmal noch ein bisschen was am Gegner kletten, damit wir auch noch ein paar Punkte bekommen. Wuff! Sag ich doch. Ja, wie in jedem guten Rollenspiel darf man auch hier leveln. Ja. Ist sogar da ist was. Wo? Yeah. So. Asche. Das ist neu. Asche zu Asche, Staub zu Staub. So, wunderbar. Was haben wir denn hier noch eventuell übersehen an Gegnern? Weil eigentlich... Da, die Pflanzen. Ach, Pflanzen. Die Pflanzen. Boing. Ja, da haben sie langsam mal richtig schön Schaden gemacht mit 21. So muss das sein. Und der Forsaken 84 kann jetzt erstmal ein bisschen erzählen, wie er damals an dieses Spiel geraten ist. Ja, Secret of Evermore, ich erinnere mich nur noch eigentlich an diese Fernsehwerbung davon. Und die hat es mir so weit angetan, dass ich das Spiel unbedingt haben wollte. Das war 95, ja. Ja, richtig. Da war ich dann gerade mal zarte 11 Jahre alt, genau wie der Ravenite. Und nachdem ich dieses Spiel mir geholt hatte und auch gespielt habe, dazu gab es übrigens noch so einen Spieleberater, der dir dann weitergeholfen hat. Falls du mal nicht weiterkamst, den haben wir beide leider nicht mehr. Nein. Aber wir versuchen uns weitestgehend noch daran zu erinnern. Ja, auf jeden Fall fand ich das Spiel so verdammt gut, dass es für mich eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele geworden ist. Allein wegen dem Humor. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund gewesen dabei, das Spiel zu spielen. Und deswegen wollte ich auch beim Let's Play unbedingt dabei sein. Und ja, da bin ich auch. Ich bin extra an den Stuhl gefesselt. Ich muss ihn leider losmachen, weil er jetzt wieder spielt. Aber gut. Und übrigens hat er jetzt Level 2 erreicht. Genau. Das Problem ist nämlich bei uns, der Raven ist eher so der Spieler und ich bin eher so der, der Failer. Das würde ich noch nicht mehr sagen. Und wir haben wieder ein Blatt gefunden. Sehr schön. Und 15 Krallen. Ja, Krallen sind die Währung in diesem Abschnitt des Spiels. Das Spiel hat mehrere Abschnitte. Kann man jetzt schon mal sagen. Der spoilert! Nein. Dass das Spiel mehrere Abschnitte hat, ist ja meistens so. Nur wie die Abschnitte aussehen, das weiß man noch nicht. Tja, vielleicht möchte der Forsaken 84 auch noch mal jemanden grüßen. Ja, ich grüße dann mal die Tamiko-chan. Die habe ich nämlich schon mal bei Skype geaddet und schon mal kurz miteinander geschrieben und ja, ansonsten kenne ich leider noch nicht so viele Leute und ansonsten grüße ich meine Abonnenten. Sehr schön. Des Weiteren muss man noch sagen, der Forsaken 84 hat auch schon mit dem Let's Play angefangen, hatte ein paar unschöne Erlebnisse am Anfang, YouTube sei Dank, denn er hat ein eigentlich relativ gelungenes, ja, ich würde sogar schon eigentlich erst als Let's Show bezeichnen, Let's Show von den Simpsons, Bart's Nightmare, gezeigt. Ich fand es eigentlich recht gut, was er da gemacht hat. Vor allem auch die Qualität des Videos hat gut gestimmt. Jedoch ist es leider ein bisschen unglücklich gelaufen. YouTube hat da ein bisschen... YouTube war dagegen. Ja, sagen wir es mal so. Wir müssen da nicht drauf weiter eingehen. Das Video wurde dann geschmissen. Und somit war er etwas angefressen, sag ich mal. Er hat dann vor kurzem eine kleine Challenge hochgeladen.
wo ich ihm gesagt habe, er soll auch mal ein Spiel spielen, was der Ravenite vor kurzem mal geletztplayt hat. Das waren nämlich die Turtles, den ersten Teil, der früher auf Gameboy gab. Das ist richtig. Und es war eigentlich keine Challenge in der Hinsicht, dass er schneller fertig sein sollte, sondern einfach nur mal das Spiel spielen sollte. Nee, er sollte doch schneller fertig sein. Nein, das ist Quatsch. Das kannst du nicht beweisen, dass ich das... Nein, weil die Aufnahmen im Arsch sind. Richtig. Apropos im Arsch, meine Festplatte hat sich auch letztens verabschiedet. Ergo, ich muss wieder meine ganzen Programme alles wieder draufziehen und das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, er wird spätestens in 3-4 Wochen wohl die Programme haben. Genau, der Ravenite hilft mir ja dabei. Ja, die letzten Mal auch. Fallen Leaves, on the ground. Im Kanon. Oh, ja, der Hund muss erstmal ein bisschen sich kratzen. Aber ich gehe erstmal wieder raus. So. Sind die Gegner wieder da? Ich glaube, da sind wieder da. Natürlich, wir können jetzt wieder ein bisschen leveln. Das habe ich letztes Mal nämlich noch rausgefunden. Das wusste ich noch gar nicht. War also ein kleiner Testrun. Ravenite ist ein Cheat. Nein. Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so, Jim. Tim. Nein, ich sag Jim. Tim. Bang. Da. Hund, die erreicht ihr Betreiber. Und außerdem liegt da wieder was. Blatt. Das wollte ich nämlich erreichen, liebe Freunde. Das gute Blatt ist jetzt auf Level 2. Das gute Blatt ist jetzt dreimal da und wir haben den Hund auf Level 2 gebracht. Was sagt denn jetzt der Knochenknüppel? Haben wir da irgendwelche Fähigkeiten bei? Nein, noch nicht wirklich. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt erstmal weitergehen. Und jetzt können wir uns das anschauen, wie das Blatt fällt. Schon wieder? Ja, Fallen Leaves on the Ground. Und jetzt gehen wir mal hin. Ich glaube, es ist dasselbe Blatt, ne? Ja, was zum Teufel? Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, der Weg ist zu. Was soll der Scheiß? Ich stelle mich erstmal in die Ecke. Die meisten Kenner des Spiels wissen, was ich sage. Die Raptoren. Schön ist, dass ich vor kurzem immer noch einige Leute kannte, die wussten, dass man den Kampf nicht unbedingt verlieren muss. Es gibt Leute, die wussten das nicht, auch vor Segment 84 hätte dazu. Alter, ich wusste aber nicht. Oder er wusste es, aber er hat es nie geschafft. Irgendwas war da. Ich habe es selten geschafft, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch ein Kind war. Ich war 11 Jahre alt immerhin und hatte noch nicht wirklich die Ahnung von Taktik, Rollenspiel etc. pp. Ist ja fast das Gleiche. Während ich hier gerade einen Hustenanfall kriege, geht's glaube ich jetzt mal mit dem nächsten Raptor weiter. Der guckt schon wieder so doof. Was guckst du? Shit. Was ist denn los? Oh, da ist er. Ist daneben gesprungen. Bitte. Ach, der wird so Nüsse haben. Bitte, ne? Kriegt er nicht. Ah, die sind immer wieder unten schön in einer Wohnung in der Hütte des Ravenites am Rumrödeln. Ich glaube, das hört man nicht. Ich glaube, das hört man bei den Aufnahmen nicht. Ich denke nicht, aber ich höre es. Das reicht. Ach, guck mal, der Hund liegt immer wieder schnüffeln. Wir sind mitten im Kampf, aber Hauptsache schnüffeln. Haben wir ein Kristall gefunden? Wenn er jetzt was anderes gefunden hätte, hätte ich ihn getötet. Wenn er jetzt Asche gefunden hätte. So. Meinte, wäre Asche wäre unlogisch gewesen? Ja. Quatsch, natürlich. Viel wäre sinnvoll gewesen. Ja. Übrigens, grüße ich an dieser Stelle auch mal einige Let's Player, die das Spiel gerade im Zweiplayer-Modus spielen. Ich weiß nicht, ob Sie das Video jemals sehen werden. Wie funktioniert das denn? Es gibt eine gehackte Version, wo man einen Zweispieler-Modus hat, allerdings nur auf Englisch. Und zwar ist das einmal das Sache, zusammen meine ich mit Ica Drummer. Und der tolle Igel spielt es zusammen mit Collins Payne. Auf jeden Fall beides mal ein Blick wert, während ich gerade weggebullert werde. Ich mache es ganz klassisch mit dem Einplayer-Modus, den man noch von früher kennt. Und immer werde mich zwischendurch mit dem guten Versägen und finanzieren. Dann kann ich das wechseln. Genau. Also wenn man verreckt, dann war ich das wahrscheinlich. Nein, an dieser Stelle möchte ich nur sagen, dass wir in den vorherigen Aufnahmen, die wir gemacht haben, tatsächlich gaskrankerweise versucht haben, zwischendurch mal einfach die Pedals zu wechseln, die Controller. Und teilweise dadurch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen haben wegen Headset-Wechsel und hat dann weißt du, ja, Controller. Alter, war nur Controller-Wechsel. Headset war kein Wechsel von dem Zeitpunkt zustande. Jedoch hat der Raven halt ein bisschen geweint dann. Also leider hat er Mami geschrien, weil er dann den Endkampf machen durfte und das wollte er nicht. Und so weiter. Ja, aber hat dann leider auf seine Mami geschrien und ich war halt dafür. Er hatte an dem Tag eine böse Phase. Genau. Er hatte einen strengen Tag, einen anstrengenden Tag hinter sich. Ist ja jetzt auch pink. Wir wollen es war lustig. Sagen, dass wir vor dem Wechseln es erstmal dann immer schneiden werden. Genau, wir machen immer einen Schritt machen werden und uns dann nochmal seelisch ein vorbereiten mit der Rocky-Fanfare, bevor wir weitermachen. Nee, wir haben ja noch gar nicht gewechselt. Okay. Hey, Raven hat erreicht Level 3, nur weil Hundi auch mal zugebissen hat. Ah, das ist ein braver Hundi. Braver Hundi. Keiner. Braver Wurf. Ja. Kriegt Schaden. Hey, der weicht aus. Könnte vielleicht mal heilen, ne? Vielleicht heilen. Okay. Kriegt er halt mal ein Heilblatt. Wir haben ja ein paar. So.
finde es auch lustig, dass sie den Charakter hier erstmal Hund nennen. Anstatt Hund! Hund! Oder Junge! Junge! Junge, Junge, Junge! Der macht sie nichts, ne? Bam! Immer doof. Feuerball, dann super Name. Bam! Feuerball? Ja. Dann würde er sagen, So ein Feuerball, Junge. So, Feuerball, Junge. Ach ja, das ist immer schön, wenn die Raptor einmal angegriffen haben, kann man sie immer zurückschlagen. Oder auch wenn nicht. Wenn man trifft natürlich. Aua. Bam! So aber die kommen natürlich dann, wenn sie kurz vor dem Tod sind, immer schneller wieder zurück. Und das war's, wir haben es geschafft. Yes! Victory Team! 50 Krallen erhalten. Und ein Blatt gefunden. Blatt extra. Tja, Leute. Extra Blatt, extra Blatt. Dagobert Duck vor Gericht. Ach nee, das war was anderes. Okay, an dieser Stelle werde ich dann mal weitergehen, weil wir können jetzt hier weiter. Oh ja, das können wir. Okay, was ist jetzt hier? Okay, ein Dorf. Diesen Mann werde ich noch nicht ansprechen, das sind seine Prinzipien. Der ist gemein. Wir werden außerdem in den Städten zwischendurch nur mal einige Leute ansprechen, wie zum Beispiel hier. Die Echsen würden es niemals wagen, in unser Dorf zu kommen. Vorher würde sie sofort vertreiben. Nimm die in meiner Körbe und Krüge. Du wirst alles gebrauchen können. Das erste Mal, dass wir dazu aufgefordert werden, in irgendeinem Rollenspiel, ne? Also sonst klaut man einfach wie ein Rabe und kein Interessiertes. Und hier wird man aufgefordert, das zu machen. Richtig, wie ein Rabe zu klauen. Das finde ich gut. Ja. Schönes Wortspiel. Danke. Und, kam spontan. Was ist das? Okay, egal. Es hätte sich so durch den Kopf. An dieser Stelle gehen wir mal weiter. Nee. Nein, mit dir sprechen wir nicht, du buchst so giftig. Wir werden nur Leute ansprechen, die wir auch wirklich ansprechen müssen. Oder wollen. Oder eben halt auch wollen, wenn sie uns stören. Nach dem Motto, geh aus dem Weg! Oder ähnliches. Du da, Victor. So, Wasser, zwei Wurzeln und vier Tropfen Wasser. Was bist du? Hallo Reisender. Ich habe das beste Geschäft im Dorf. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen? Davon brauchen wir noch nichts. Weil wir werden noch einiges finden hier im Dorf, was erstmal wichtiger ist. So, wer bist denn du? Wer ist denn hier drin? Ah, guck mal. Ey, der hat ja die Hände in deinem Rücken versteckt verborgen gerade. Aber sieht natürlich mal die Bauchmuskeln an. So. Vielen Dank, dass du dich um die Raptoren außerhalb des Dorfes gekümmert hast. Hier hast du eine Moosweste. So, Leute, das ist nämlich der Effekt, wenn man gegen die Raptoren schon gekämpft hat. Und gewinnt. Genau, denn dann bekommt man schon mal eine Moosweste und man muss sie nicht erst später im Ausrüstungsgeschäft, das glaube ich hier ist, kaufen. Ich meine, Alter Mann! Danke. So. Nee, ich glaube, das ist noch ein weiter, oder? Ist das? Nee, das ist der Typ. Zwei Wurzeln und ein Wasser und ohne Kampfanzug bist du in der Wildnis verloren. Zufällig habe ich etwas im Sortiment. Wie kann ich dir helfen? Kaufen. Na klar. Moosweste haben wir schon. Hippie-Mütze. Oh mein. Gemüseangeln. Ganz schön teuer. Relativ teuer alles, aber man muss das eben halt mal. Man muss halt investieren, um nicht auf die Fresse zu bekommen. Richtig. So, erstmal das Gemüseangeln anlegen. Und außerdem, Leute, werden wir noch früh genug die Möglichkeit haben, um hier was zu holen. Denn es gibt an einer Stelle sehr schöne Phasen. Zum Leveln. Richtig. Und außerdem gibt es noch Krüge. Krüge. Lehm. 18 Krallen und 3 Stück. Nee. So, dann gibt es, glaube ich, hier noch irgendwo einen versteckten Ort, wenn ich mir recht entsinne. Ja, nein, doch. Links. Wir müssen Richtung Westen. Nee, ein höher. Ah, stimmt. Sonst kommt man da nicht durch. Hör auf zu schnüffeln, komm mit. Schnuffi, schnuffi, schnuff, schnuff, schnuff. Hör auf zu schnüffeln, Hund. Sonst kommst du in die Zelle. Lass ihn doch. Nein, so. Denn diesen Ort kennen manche nicht. Ich glaube, da ist das Gemüsearmband drin. Nein, 5-mal Asche, ein Hundekuchen und 4 Stücke Lehm. Das wäre aber auch ein Knaller gewesen. Dann hätte ich das Spiel sofort neu gestartet. Mimi. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. So sind wir nämlich nicht. Wir leben ja nach dem Prinzip keine Safe States nutzen. Genau, wir leben ja. Es sei denn, wir machen einen Schnitt und sehen uns eine Zeit lang nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nein, mit dir spreche ich immer noch nicht. Wo war denn die gute Gaststätte? Ich glaube, die war hier oben. Ja, richtig. So, und zwar die zweite. Zweite Hütte. Das war das hier. Yep. Brauchst aber noch. Ich gehe auf Nummer sicher, weil ich möchte erstmal noch ein bisschen was rausholen. Nektar! Wasser, Wurzel. Zwei Wurzeln. Und außerdem möchte ich mal zeigen, wie es aussieht, wenn man schläft. Grüß Gott, willkommen in meinem Hotel. Möchtest du für 10 Krallen übernachten? Gewiss. Na klar! Vor allem diese Sprachwahl vom Jugendlichen, gewiss. Welcher Jugendliche sagt gewiss? Einer ohne Gebiss. Wahrscheinlich. Und guck mal, der hat uns die ganze Nacht beobachtet. Ist das ein Spanner? Ein Voyeur. Hast du gut geschlafen? Möchtest du den Spielstand speichern? Gute Idee. Machen wir einen zweiten Speicherstand. Können wir euch ja, werden euch den ersten nehmen können, das wäre hier gerade gewesen. So. Auf Wiedersehen. Okay, Leute. Tja, dann werden wir jetzt erstmal was nachschauen. Wir kriegen nämlich hier Asche am Feuer. Ist kein Wunder.
Und jetzt, Leute, jetzt können wir die Person ansprechen, die so grimmig guckt. So ist es. Hier wohnt unser Häuptling. Eigentlich ist es eher eine Häuptlingin. Oh oh. Volksversammlung! Feuerauge! 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 Fire in the hole! Ach nee, da war was anderes. Got your back! Was ist los? Hallo? Ich bin Sucher Zottelkopf. Jeder hier nennt mich Feuerauge. Aha, ich bin Ravenite. Gut, Ravenite, komm rein. Drin können wir reden. Tschüssen. Tja, wir lassen euch mal alleine im Dorf. Und zack, mich zieht der Hund gleich wahrscheinlich wieder pennen. Was ist das hinter dir? Oh, das ist mein Hund. Er hat sich in letzter Zeit etwas verändert. Oh yeah. Aha, und wie heißt er? Oh, heißt. Ich bin dafür, dass wir ihn einfach nur Forsaken nennen, aber da wird der Raven halt noch wieder durchsetzen und wieder denk dran, ich hab den Controller. Ne? Genau, das ist das Problem. Ich finde das toll. Und dieses Wort heißt Forsaken und nicht, wie einige immer sagen, Forsacken. Nicht? Nein. Nicht Forsacken? Forsacken. Vorgesacken? Nein. Ja, ich gegen. Bam! Forsaken One! Forsaken One? So hieß meine Großmutter. Nein, hieß sie nicht, das war ich. Da freut er sich immer wieder. Du bist nicht von hier, oder? Ich glaube nicht. Wo ist eigentlich hier? Du befindest dich im Land Evermore und dies ist mein Dschungeldorf. Ich bin hier der Häuptling. Oh yeah. Aha. Du weißt nicht zufällig, wie ich von hier nach Groß-Ostheim komme, oder? Groß-Ostheim? Interessant. Ich glaube, vielleicht kann ich dir helfen. Doch, du könntest dich zunächst etwas nützlich machen. Ey. Genau. Diese Service kosten ein bisschen mehr. Du sollst hier putzen. Muss das sein? Oh ja, putz hier. Unser Chemist Schlauer Bär ist zur Käferstelle aufgebrochen. Sie liegt im Osten. Aha. Er sucht dort auch seltene Zutaten für seine Zauberformel. Aha. Wenn du es schaffst, ihn ins Dorf zurückzubringen, werde ich dir weiterhelfen. Tot oder lebendig. Aha. Okay. Oder wie Captain Girk in 7 siedende Bräute im 7. Biergarten sagt. Baby, ich komme. Sauerei. Mann, Kopfkino. Bevor du gehst, möchte ich eine alchemistische Formel geben, die ich entdeckt habe. Ich nenne sie Hitzeblitz. Sie hilft gegen wilde Monster. Mit Ravenite. Klicken sie an, damit wir sie auch dann haben. Kleine Feuerbitte. Du kannst sie benutzen, wenn du ein Stück Wachs und 2 Tropfen Öl vermischt. Wähle einfach den Zauberspruch auf und lass es knallen. Bang! Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Cool, ich danke dir. Tja, und der Hund ist wieder ein bisschen heiß. Und wir kriegen wieder einen Hundekuchen. Yay! Tja, Leute, jetzt haben wir auch das Alchemie-Symbol. Wie schon gesagt, wir haben einiges schon eingesammelt. Nämlich Zutaten, wie wir sehen. So, und diese Zutaten sind dafür da, um Zaubersprüche zu bewirken. Und es sind immer 2 Sachen in einer Alchemieformel mit drin. Mindestens 2. Mindestens 2 Komponenten werden benötigt. 2 Komponenten werden benötigt. Ich werde aber nicht zurückgehen, weil das haben wir ja schon. Übrigens fehlt jetzt auch der Ort, wo wir gegen die Raptoren gekämpft haben. Das war so ein Zwischenort. Der ist nicht mehr hier drin. Des Weiteren, wir haben jetzt hier eine Aufgabe bekommen. Wir sollen nach Schlauer Bär suchen. Sie liegt im Osten. Und, wir laufen nach Westen. Im Osten, aber ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Denn. Nein, doch nicht. Wir gehen dann doch mal hier Richtung Osten. Doch bevor wir das Dorf in Richtung Osten verlassen, ein kleines Zeug steht da unten. Was heißt das? Wir machen einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin, Sport Raven hat nimmer mehr. Vor Segment 84 verabschiedet sich auch. Auf Wiedersehen.